Kirin Jindosh. Wow. Diese Information hat mich umgehauen. Emily, noch irgendwelche sinnvollen Sachen zu sagen? Wieso haben so viele so wenig getan? Wow. Sokolovs Genie und das neue Zeitalter. Auszug aus einem Buch, das Sokolovs Maschinen detailliert beschreibt. Einer der Vorzüge von Sokolovs Entwicklungen, sie verwenden einen magnetischen Flansch für die Tanks mit dem raffinierten Walöl, das sie als Treibstoff verwenden. Wenn ein Tank leer ist, kann der nächste mit Leichtigkeit an seiner Stelle eingesetzt werden. Ein Vorgang, der leicht genug ist, dass ihn jeder einfache Arbeiter oder sogar Wachkadett durchführen kann. Das trifft auf die Sicherheitssysteme der Blitzpfeiler und Lichthörner genauso zu wie auf die Wagen, die von denen benutzt werden, die reich genug sind, um sie sich leisten zu können. Der einzige offensichtliche Nachteil von Sokolovs Entwicklung ist die Unbeständigkeit des Öls selbst. Einige Vorfälle haben sich bereits ereignet, in denen die Tanks explodierten, wodurch Mensch und Material zu Schaden kam. Es sollte nie so weit kommen. War hier noch was? Nein. Oh, was ist denn hier passiert? Ich weiß nicht, wo die jetzt alle chillen. Na. Hey, ist das eine Falle? Ist das irgendwas Besonderes? Ach, das ist wieder irgendwas, was man drücken muss. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon drücken will. Ich muss mal erstmal gucken. Wörtlichen. Lesen gab es hier nichts. Okay. Da hinten wollte ich noch einmal reinschauen. Laden Sie die zweite. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Eine Unklarheit, ja. Okay, ich speichere nochmal. Wieder? Das geht nicht, okay. Ich habe so viel geschaffen, dieses Haus und vieles mehr, aber es sind wohl die mechanischen Soldaten, die mich berühmt machen werden. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Pisst sich die Maschine denn jetzt auch? Das ist nervig. Allgemeiner Ordnungsmodus. Mein Gott, das nervt mich. Patrouilliert er jetzt die ganze Zeit? Komme ich hier noch weg? Ich mach's jetzt einfach. Wiedergabe für erfolgreiche Ordnung. Sollte man uns nicht warten lassen. Es gibt nur einen Kirin Jindosh. Er kann verlangen, was er will. Außerdem kannst du dir problemlos ein paar dieser Federwerke leisten. Dein Vermögen hat sich immerhin verdoppelt, seit der Herzog die Silberminen übernommen hat. Weniger Lohn bedeutet mehr Gewinn. Aber meine Zeit ist mir wichtiger. Ich warte nicht gern. Ich auch nicht. Wann habe ich das letzte Mal mehr als eine Stunde auf etwas gewartet? Ich weiß es nicht. Ist irgendwie auch aufregend. Wie viele Federwerke hast du gezählt? Sie sind nummeriert, glaube ich.
So ist es, aber 36, 46, höchst exklusiv, wie viele es auch sind, der Gartenclub wird sicher grün vor Neid. Berüchtigte Einbrecher, Glücksritter und Assassine sind durch meine Türen gekommen, nur um ein paar Stunden später um Gnade und ihre Freilassung zu winseln. Da ist er wieder. Was glaubst du, mit wem er redet? Das erklärt wohl die Verzögerung. Bei einem Einbruch kümmern sich die Federwerke hoffentlich darum. Ich will nicht mehr auf Jindosh warten. Okay. Schließung des Konservatoriums verlängert. Ein Mitarbeiter des Kaiserlichen Konservatoriums bestätigte heute, dass dessen Schließung abermals verlängert wurde und auf unbestimmte Zeit andauern wird. Leiterin Brianna Ashworth war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Das haben wir schon mal gelesen. Einladung von Jindosh. Lieber Mr. Hydros, ich wäre höchst erfreut, Sie als meinen Gast begrüßen und Ihnen persönlich meine mechanischen Soldaten präsentieren zu dürfen, bevor Sie Ihren eigenen erwerben. Wissen Sie, der Preis ist außergewöhnlich hoch, doch sobald Sie mein Werk in Aktion sehen, werden Sie nicht widerstehen können. Bitte kommen Sie zum verabredeten Termin zwischen der zweiten und dritten Nachmittagsstunde. Es ist wichtig, dass Sie zur ausgemachten Zeit eintreffen, da ich andernfalls für einen Eindringling, halten würde. Hochachtungsvoll, Kirin Jindosh. Okay, also hat er mit uns gerechnet und wollte er die mechanischen Soldaten an uns vorführen? Die erstaunlichen mechanischen Soldaten. Eine präzise Geschichte des Erschaffers. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon gelesen, okay. Noch ein Artefakt in der Nähe? Wo denn? In die Richtung. Aber da kommen wir ja nicht hin. Ich würde jetzt mal gerne hier den Hebel drücken. Erhöhe Temperatur des Öltanks. Ich habe davon geträumt, alle Ecken der Welt zu bereisen. Okay. Brief an die Amado-Gießerei. Bitte tippen und senden Sie diesen Brief an Nora Amados Gießerei. Madame, Ihr idiotischer Vorarbeiter fragte mich folgendes. Ist die Größe egal? Ob die Größe egal ist? Nein, nein, nein! Die Komponenten müssen exakt die Größe haben, die in meinen Plänen angegeben ist. Ich brauche eine Garantie, dass jemand in Ihrem Werk dies versteht, der höchstpersönlich darauf achtet, dass alle bestellten Teile die exakte Größe haben, perfekt gleich und aus dem gewünschten Material sind. Ich zahle keinen Penny, ehe ich die Bestätigung habe. Diese Teile sind keine Briefbeschwerer für mein Büro. Sie müssen zu einem größeren Apparat zusammengefügt werden, nachdem sie ihr Werk verlassen haben. Ich erwarte ihre Antwort, K. Jindosh. Okay, das ist ganz schön garstig, nicht? Immer noch Leerlauf. Laden Sie die zweite Spule wieder auf. Und jetzt könnte man hier am Positionierungshebel ziehen und uns selbst in einen anderen... Ja, das können wir immer machen, ne? Sterben wir jetzt? Ja, ne? Dunwall hat eine stolze Flotte. Doch bald schon sehen Sie, wozu eine Armee aus mechanischen fähig ist. Okay. Jetzt sind wir oben, aber was bringt es uns, ist die Frage. Von hier aus kann man ein bisschen schauen. Aber nee, das bringt uns nichts. So. Was wir noch machen könnten ist... versuchen, da reinzugehen und mit runterzufahren. Ich glaube, hier ist kein... Doch, hier ist auch einer. Wir jetzt nach unten fahren.
ist noch Garde. Ich glaube, ich sollte kurz speichern. Gucken wir mal. Da ist eine Gardistin. Ist ein Stück weg. Sobald sie sich in irgendeine Richtung bewegt, kann ich ja dahin porten. Was ist jetzt wagen? Speichere ich gerade. Vorsicht! Damit sollen die mechanischen Soldaten getestet werden. Im Chronowand. Wenn sie wirklich Sokol aufsuchen, der Alte ist hier. Mich erstmal umsehen hier. Wenn das läuft, lädt die Maschine die Magnetspule wieder auf. Kanische Soldaten bringen wirkliche Wände. Die meisten sind froh, wenn sie Arbeit haben. Weißt du, was wir machen können jetzt? Können wir den markieren? Und kenne nicht mal ein Drittel des Hauses. Oder nicht? Dann auch uns. Was willst du damit sagen? Dass die bald auch Tee einschenken? Dann würden sie deinen Platz einnehmen. Gib Gender. Ist da jemand? Er kriegt doch. Na, und wo bitte willst du hin? Du willst kämpfen. Okay. Okay. Jetzt, huh? Aua, aua, aua. Das hat schon weh. Wein. Haben wir hier noch ein bisschen was zu essen? Wir haben ja jetzt ein bisschen Damage gekriegt. Da war noch Brot, aber warte, hier ist bestimmt auch noch mehr. So. Entschuldigung, es juckt mich. Wenn er Familie hätte, wäre es hier um einiges angenehmer. Aber sowas käme ihm nie in den Sinn. Haben wir noch nicht gesehen. Sokolovs Bedürfnisse. An das Personal. Wie Sie wissen, haben wir einen Ehrengast im Vorführraum, den berüchtigten Erfinder Anton Sokolov. Die Einrichtung mag nicht auf Komfort ausgerichtet sein, doch ich will, dass für Sokolovs Grundbedürfnisse und Körperfunktion gesorgt ist, damit sie mich nicht bei der Arbeit stören. Jindosh. Okay. Wie lange werden die komplexen Mechanismen dann noch funktionieren?
Das haben wir schon mal gelesen. Okay, also was wir machen könnten, wäre hier runterzufahren mit dem Aufzugknopf. Aber was ich auch noch machen wollte, ist das hier drücken. Und jetzt sind wir irgendwie aus Versehen richtig. Ich hätte mal in einem anderen Raum. Was passiert denn jetzt? Ja. Soll ich mich jetzt da hochdrücken oder nicht? Ich versuch's mal, aber ich speichere vorher nicht, dass ich zerquetscht werde. Jetzt bin ich wieder hier. Lol. Und ich noch so, ah, hätte ich das mal ausprobiert. Sie die Zahlen und Laufräder, ja. Wenn sich Wände und Böden bewegen. Ich hab's wieder ausprobiert. Oh, was ist da los? Ah, der Raum hinter den Wänden. Mhm. Der Raum hinter den Wänden. Oh. Oh. Ah, von hier aus kann man das also auch steuern. Okay, ja gut. Interessant, ne? Das ist schon wirklich sehr detailliert gemacht und sehr schön aus. Ich mag es sehr gerne. Ich werde aber nicht mit dem Aufzug runtergehen, weil ich habe da ein bisschen Schiss, dass ich am Arsche bin gleich. Dass sie da schon auf mich warten. Konditionierung Sokolovs. Der arrogante Anton Sokolov lässt sich also nicht dazu herab, mir bei einer neuen Version meiner mechanischen Soldaten zu helfen. Gut, ich habe eine andere Lösung. Mein Elektroschocker. Lange ein Nebenprojekt von geringem Praxiswert, ist hier genau das Richtige. Mit der richtigen Kalibrierung sollte es mir gelingen, nur jene Teile seines Geistes zu beschädigen, die für Unabhängigkeit und freien Willen zuständig sind. Sein reiches Wissen sowie eine erheblich wichtigere Qualität, nämlich seine, ich sage es nicht gerne, legendäre Kreativität bleiben intakt. Was für ein Arschloch. Was für eine Grausamkeit ist das? Dank dieser Maschine müssten Sie vielleicht nicht sterben, Jindosh. Dank dieser Maschine müssten Sie vielleicht nicht... Ja, ach so, dank des Elektroschockers meint sie.
Au, alter Falter. Jetzt verstehe ich wenigstens, wie sie kaputt gehen. Ich hab Schluck auf. Bluto. Was? Bluttopologie der grimmigen Alex. Hä? Gut, dass er da schläft. Notiz für Anton Sokolov. Mein lieber Anton, ich hoffe, der mechanische Soldat vor Ihrer Zelle stört Ihre Ruhe nicht. Ich finde die soliden Schritte und das sanfte elektrische Summen sehr beruhigend, aber vielleicht sind Sie anderer Meinung. In Ihrem Zustand mag es vielleicht sogar unerträglich sein, besonders da die Druckplatte zum Öffnen Ihrer Zelle so verlockend nahe ist. Aber sollten Sie versuchen, aus dem Vorführraum auszubrechen, wie eine faltige graue Ratte, die im Labyrinth einem Stück Käse nachjagt, wird Ihr stoischer Wächter Sie schnell überwältigen. Sie sind ein intelligenter Mann. Ich muss sich ja nicht erläutern, was diese scharfen Klingen mit Ihrem greisigen, hageren Körper anrichten würden. Kirin Jindosh.